Willkommen zu Cash mit Chris. Revival der Rohstoffbranche. Diese zwei Werte solltest du auf jeden Fall kennen. Plus jetzt anmelden neue Live-Kurse der Naga Academy. Hier ist unser Risikohinweis. Der Handel mit CFDs und Forex ist mit Risiken behaftet. Weitere Informationen hier in diesem Abschnitt. Zunächst einmal unser Überblick, die Top-News mit den Kurstrends und Insights, dann die Hall of Fame mit den höchsten Profiten, unser Naga-Trader auf Tages-, Wochen-, Monats- und Allzeitbasis, dann die Märkte mit Indizes, Forex, Rohstoffen und Kryptos und unsere Top-Werte, die Empfehlung der Woche, gefolgt von den Top-Terminen, also die wichtigsten Ereignisse der kommenden Tage und schließlich folge uns mit unseren Kontaktdaten. Zunächst einmal die Top-News. Die aktuellen Kurstrends, wir haben den Dow Jones mit einem -2%, auf Monatssicht sind es wieder das +2% und wir haben hier eine Turnaround-Situation, wie ich beim letzten Mal angesprochen habe, trotzdem lange Frist noch negativ, hier -9%, FTSE etwas freundlicher, +1% und +8% und beim DAX sieht es ähnlich aus wie beim Dow Jones und auch beim IBEX haben wir eine Turnaround-Situation, trotzdem leichter Rücksetzer aktuell, auf Wochensicht. Kommen wir zu den Forex-Titeln. US-Dollar jetzt triple negativ, -1% jeweils. Und genau das Gegenteil, US-Dollar, japanische Yen, jeweils positive Werte, hat den Boden gefunden und war ja monatelang negativ gelaufen. Jetzt aber sehr freundlich. Cable, ebenfalls überraschend, negativ, -2, 1 und 1. Trotzdem, auf lange Sicht ist das trotzdem, sind wir noch im positiven Trend, wie wir gleich sehen werden. Und Gold haben wir triple negativ, jeder -2%. Crude Oil ist auch in einem Aufwärtstrend, aber jetzt mit einem leichten Rücksetzer, ein paar ihre Gewinne mitgenommen. 7 und 5 die langfristigen Werte und Bitcoin hat anscheinend jetzt auch endlich seinen Boden gefunden. Negative Tendenz scheint jetzt vorüber zu sein. Und verändert jetzt auf Wochensicht daraufhin aber dann schon ein +3 haben wir hier letzten 30 Tage und 13 sind schon nur auf 3-Monats-Sicht. Das sind hier die Insights, die Märkte, sehr gute Quartalszahlen für die ersten 3 Monate diesen Jahres, sorgen für aktuell eine gute Stimmung. Über Monate war es ja so, dass wir hier die Handelsstreit zwischen USA und China gesehen haben, aber das wird jetzt ganz wird überdeckt von der guten Stimmung der Quartalszahlen, die zum Beispiel Coca-Cola hier geliefert hat, 16% mehr Gewinn auf fast 8 Milliarden Dollar. Wobei man hier sagen muss, Abfüllanlagen wurden verkauft, nicht mehr selber betrieben. Womöglich hat man hier die Notwendigkeit gesehen, sich auf das Produkt selber zu fokussieren. Absatz +3% dank neuer Sorten wie Twisted Mango, Ginger Lime und Feisted Cherry. Der Profitzuwachs bei Alphabet, das ist ja die Mutterkonzern von Google, sogar mit 73% plus. Starke Zahlen und Facebook folgt jetzt in Kürze. Cable, das britische Pfund, fällt infolge schlechter Einzelhandelsumsätze in UK. -1,2% statt erwartet 0,5% Rückgang. Beim Rohöl, da notieren wir auf dem höchsten Stand seit 3 Jahren. Sorge um Zuspitzung der Lage im Nahen Osten lässt Preise aktuell steigen. Und wir hatten noch zweimal Rückgänge bei den Lagerbestandsdaten gesehen, API und Lagerbestand vom Mittwoch, heute ist ja der nächste Termin. Und das Gold verliert seit dem 18.04. rund $28 auf 1.328. Seit Jahresanfang ist der Kurs dennoch nahezu unverändert, muss man sagen. Also kein spannendes Investment hier seit fast 4 Monaten. Tut sich nicht so viel. Es sei denn, man ist Scalper, da hat man immer viele Ups und Downs. Euro-US-Dollar, Unterstützung bei 1.22 hält aktuell und der Dollar profitiert von Aussicht auf höhere Zinsen. Zinsentscheidung nächste Woche. Europa ja diese Woche, wie wir gleich sehen werden, Bitcoin, hier ist der Kurs stark gestiegen, $2.000 auf über 9.300, ist der Anfang einer Trendwende und haben wir jetzt den Boden gesehen. Was aber auch sehr spannend ist, sind die anderen Kryptowährungen, zum Beispiel Bitcoin Cash, da haben wir ein extrem starkes Kursplus hier gesehen, 91% auf Wochensicht und auch Ethereum läuft hervorragend. Ja, die neue Naga Academy bietet neue Live-Kurse an, und zwar mehrsprachige Trading-Webinare von Experten. Und das Ganze unter nagamarkets.eu/de/academy. Einfach anmelden und teilnehmen und das Ganze in verschiedenen Sprachen, unter anderem Deutsch, Englisch und Italienisch. Hier nun die besten Trader in unser Hall of Fame auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis mit den höchsten Gewinnen. Schauen wir uns mal die besten Trader im Naga Web Trader an. Auf Tagessicht natürlich wie immer eingestellt, höchster Profit und Verlust. Und
In diesem Fall haben wir ihn hier bei Safe 5668, ein alter Bekannter, fast 12.000 Dollar Profit auf Tagessicht. Denili kommt dann 1038 und NPA 1970, dass man nicht das Geburtsdatum ist, 5272. Auf Wochensicht, Safe ebenfalls auf Platz 1 mit fast 36.000. Dann kommt Freigeist 77, 14.320 Dollar Profit und Alokonsa 9.587. Die Monatsübersicht wird ebenfalls von Safe angeführt. Hier in diesem Fall 108.400 Denili, 32.863. Und dann kommt ein neues Gesicht, Import 13, 27.55. Aber wer ist der beste Trader auf All-Time-Sicht? Ist in diesem Fall wiederholt JP Polo, wie auch in den letzten Wochen schon, 144.328 Dollar Profit. Ja. Red Pennon kommt dann, auch ein Bekannter, 126,76 und das könnte vielleicht ein bisschen knapp werden. Ein, zwei gute Trades und der JP Polo ist hier überholt. Dann kommt auch schon Charissa, weit abgeschlagen, halb so viel. Dennoch sehr gute 66,911 Dollar Profit, 66.911. Punkt 2, die Hauptmärkte im Überblick. Zunächst einmal unsere Aktienindizes-Übersicht. Ja, starten wir mit dem US-30, der hier eine leichte Delle erlebte. Der Aufwärtstrend vom 23.03., der ist hier bei der 24.834 kläglich gescheitert bisher. Eine starke Rücksetzer hier auf die 23.991 und ist aber jetzt leicht wieder hier am Steigen. Trotzdem ist das Ganze dann in einen Rückschlag von 70 Punkten dann gemündet oder 0,3%. Die schlechtesten Werte waren gestern Dow DuPont mit 2,6 und Microsoft 1%, die Merck mit 0,22. Ganz am oberen Ende findet sich United Technologies, die haben ja auch gute Q1-Daten gemeldet. 1,55 stiegen die und Verizon 1,3, gefolgt von Walt Disney 1,1. Da ist ja schon der Fuzzi, der macht heute Boden gut, 3 Punkte sind wir schon vorne. Schöne Schwünge dabei, die National Grid legt hier um 2,6% zu und der Wehrhersteller BAE Systems 2,6 ebenfalls und dann kommt die Admiral Group, die große Wettfirma 1,5. Ganz am Ende haben wir die Anglo-American, der große Minenkonzern, 4,2%, gefolgt von Smith & Newfie 3,7 und St. James Place 3,6. Und anders als bei Dow Jones haben wir hier auch keinen Rückschlag hier, sondern der Aufwärtstrend, der geht hier vorwärts, ist intakt. 23.03. ging es los und mittlerweile haben wir auch schon die 7.368 gesehen. Also nächste Ziel ist dann hier sind die 7.730. Da sind wir schon beim DAX und nach den starken Verlusten hier haben wir den Boden bei 11.769 gesehen. Ebenfalls der 23.03. wie mehrmals angedeutet und dann ging hier die Post ab. Auf 12.631 hatten wir ihn gesehen. Heute allerdings fast 200 Punkte verloren. Linde ist noch der beste Wert mit 0,8%. Dann eigentlich nur noch Verlierer. Aktuell Deutsche Post der größte mit 5,15%. Dann die RWE 3,3% und Covestro 3%. Lufthansa auch bei 3% im Minus. Und müssen jetzt erstmal hier die Bodenbildung abwarten. 12.374 haben wir jetzt gerade. Da sind wir schon beim IBEX und hier haben wir die starken Verluste schon hinter uns. Heute 9 Punkte vorne. Also dieser Bereich, der liegt schon hinter uns. Also hopefully, also hoffnungsvoll, dass der Aufwärtstrend hier noch nicht zu Ende ist. Er begann ebenfalls am 23. bei 9.280 und ging es hier rauf auf 9.892. Zuvor hatten wir eben auch diese starken Verluste wie bei allen großen Indizes. Heute die Inditex vorne mit 2,2 und auch die Red Electrica. Und wenn die Inditex vorne ist, dann gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass der IBEX insgesamt auch am Steigen ist, weil es ein Schwergewicht ist. Dann die Gamesa mit 1% vorne und am Ende sehen wir Iberdrola, Arcelor, Sakura mit 2,3 bis 3% im Minus. Sehen wir uns nun die Forex-Märkte an. Ja, da ist ja schon der US-Dollar, der größte von allen.
Und auch hier sehen wir gerade starke Verluste. Der Aufwärtstrend, der bis zum 21. hier vonstatten ging, der ist hier nun zu Ende. 1,23 war noch das Höchste und daraufhin fast 2 US-Cents verloren hier. Und die Unterstützung jetzt sogar nicht bei 1,22, sogar jetzt bei 1,21,75. Und auf Performance-Sicht, wie angedeutet, triple negativ, jeweils minus 1%. Und wenn wir uns das hier auf einer langfristigen Perspektive ansehen, dann sind wir eigentlich schon seit der Mitte Februar genau in dieser Range zwischen 1,25 und 1,21, also 4 US-Cents, in dem wir uns bewegen. Zur Freude von vielen Scalpern, aber auf langfristige Sicht eher weniger interessant. Ja, der britische Pfund gegen das US-Dollar, der hat hier starke Verluste hinnehmen müssen wegen der Einzelhandelsumsätze in UK, die stärker zurückgegangen sind als erwartet, minus 1,2% statt 0,5%. Das gefiel nicht jedem. Und daraufhin haben wir hier alle Gewinne der Vergangenheit eingebüßt, hier der vergangenen Wochen. 1,43 US-Dollar. Und da sind wir hier schon runter auf 1,39, also 4 US-Cents verloren. Und auch heute sieht es nicht besser aus. 0,14 ist er jetzt gerade hinten. Das Ganze führt zu einer Performance jetzt schon 2% Minus auf Wochensicht, Monatssicht 1 und 3-Monatssicht ebenfalls 1. Ja, da ist ja schon der US-Dollar, der japanische Yen. Und aktuell wäre, wie gesagt, der interessanteste von allen. Fallen Timeframes hier, also bis 3 Monate positiv. Ja, auf Wochensicht haben wir so fast 2%, 1 Monatssicht 4%. Das liegt daran, dass wir genau hier den Boden gefunden haben bei 104,74 und dann ging die Post ab. Der Abwärtstrend war vorbei und Übergang hier in den Aufwärtstrend über die 107,79 rüber sogar noch und die 109,19 jetzt schon gesehen. Also sehr starke Bewegung hier. Wie gesagt, die 107 war ja der Peak beim 21.02., wenn sich ein oder andere vielleicht fragen. Und ja, jetzt hier rauf auf 109,29 sogar. Jetzt 0,1 Yen darunter. Aber das sind schon sehr starke Bewegungen hier im Währungspaar. Und ja, der Dollar wird in diesem Fall stärker und gewinnt an Wert. Naga Wallet jetzt live, die weltweit beste, sicherste und einfachste Wallet. Darum Naga Wallet. Einzahlen, senden, konvertieren von BTC, LTC, Dash, BC, H, ETH, NGC, also den Naga Coin, auch per E-Mail. Plus 1200 Token werden mit Echtzeitinformationen unterstützt. Mit einem einfachen Klick auch an ICOs teilnehmen. Sofort verbunden mit dem Aktien-, Devisen- und Rohstoffhandel. Sicher, skalierbar und weltweit verfügbar in über 20 Sprachen. Weitere Informationen unter naga.com/wallet. Sehen wir uns den Rohstoffbereich an und die Kryptos mit Gold, Öl und Bitcoin gegen US-Dollar. Da sind wir schon beim Gold. Das Gold, wie angedeutet, im Grunde nahezu unverändert seit Januar, pendelt auf und ab, aber kein starker Anstieg mehr, wie wir es zwischen Dezember und Januar gesehen haben. Nein. Und dann noch im Februar hinein. Im Grunde genommen sind wir seit Anfang Januar zwischen den 1310 oder sogar hier noch 5 und im oberen Bereich 1360. Genau in diesem Bereich bewegt sich aktuell der Goldpreis. Es gibt natürlich viele Ups und Downs, die natürlich viele kurzfristige Trader interessant sind, aber auf langfristige Perspektive ist das hier relativ unspektakulär. Und es scheint auch so, als wenn der Handelsstreit, wie gesagt, mit der EU war der Handelsstreit ja zwischen USA und EU schon geschlichtet worden. In China hat China mit den Muskeln gespielt und da hat der Trump gesagt, nee, das wird doch zu heiß. China ist ja der größte Gläubiger von Staatsanleihen der USA. Und im Zweifel werfen die einfach mal ein paar von denen auf den Markt und dann ist auch Ruhe im Karton. Ich hatte gedacht, das wäre hier in diesem Fall ein Anstieg. Aber wir wurden hier eines Besseren belehrt. Bei 1335 ging dann doch wieder die Post und zwar nach unten ab. Aktuell hier 1321. Ja, Crude Oil, der nächste Markt, einer meiner Favoriten. Wir sehen hier den Hauptaufwärtstrend. Und natürlich unterteilt in viele Auf- und Abwärtsbewegungen. Aber in der Vergangenheit haben wir ein schönes neues Peak gebildet hier, fast 70 Dollar, 69,41, um es genau zu sagen.
Danach leichter Rücksetzer hier um 2 Dollar, aber nur weil einige Teilnehmer hier Gewinne mitgenommen haben. Die Performance lässt sich durchweg gut sehen, auf Jahressicht 37% plus. Und für dieses Jahr, ist ja nur erst 4 Monate alt, haben wir schon 13%. Das heißt, wir sind schon besser als das Einjahresergebnis, wenn das so weitergeht. Und befeuert wird das Ganze natürlich durch die Daten vom Rohölinstitut und den Rohöllagerbestandsdaten, die auch heute wieder kommen. Allesamt schlechter ausgefallen, also die Rückgänge waren höher als gedacht. Und das ist alles sehr positiv und auch hier die Spannungen im Nahen Osten, traurig das auch ist, tun hier Übriges dazu bei, dass der Kurs weiter steigt. Ja, final haben wir hier Bitcoin US-Dollar, der größte. Und wir sehen hier möglicherweise jetzt die Bodenbildung bei 6592. Wir sind schon ganz schön eine Ecke davon entfernt. Über 3000 haben wir hier schon gut gemacht. 9151 sind wir aktuell. Heute leichter Rückgang um 184 Punkte oder 2%. Trotzdem, 6.4. könnte ein denkbarer Zeitpunkt gewesen sein. Ende der Abwärtsbewegung und Start in eine neue Ära von Bitcoin. Vielleicht sehen wir sogar die 10 wieder, die gar nicht so weit entfernt sind, und zwar hier. Bei den Schwüngen ist das durchaus auch noch diese Woche drin. Vielleicht sogar eine gute Möglichkeit, hier nochmal mitzugehen. Ich habe auch einmal hier eine Studie mit eingeblendet, so diese rote hier, das ist der Moving Average, der 200 auf 200 Tagen basiert. Der klettert hier den Kurs und einige würden sagen hier, das ist für mich ein klares Kaufsignal hier, wenn der Kurs die Moving Average von unten nach oben kreuzt, gehe ich mit. Ja, steige ich ein, kaufe ich. Punkt 3, die Top-Aktien der Woche. Ja, wie der Titel schon sagt, heute in der Rohstoffbranche suchen wir unsere Top-Werte. Der erste ist Royal Dutch Shell, das ist der vollständige Name, heißt ja nicht nur Shell, der Konzern. Notiert wird das Papier in Amsterdam und auch in London. Wir haben aber hier die Londoner Daten und haben auch Pfund unten. Und Shells Aktienkurs hat sich überproportional gut entwickelt, hat das Gap geschlossen, das in den letzten 3 Monaten Bestand hatte. Und zwar 3 Pfund gestiegen von 25 auf 28 und jetzt sogar darüber hinaus, also eine gute Einstiegsgelegenheit. Über das Top hinaus. Entscheidend ist auch der gute Verlauf des Rohöl. Na klar, das ist mal der in Abhängigkeit zum Rohöl ist ja um 40% auf Jahressicht gestiegen und beim Brent sieht es auch nicht schlechter aus. Die Aktie lockt mit übrigen Dividendenrendite von über 5%. Das ist auch auf dem DAX-Übersicht sehr gut. Da kommt dann nur eine Münchner Rück zum Beispiel und eine Allianz mit. Im vergangenen Jahr konnte Shell seinen Gewinn um fast 120% steigen auf 16 Milliarden Dollar. Und das war das vierte Quartal, oder das war das vierte Quartal war das beste Quartal seit 3 Jahren. Also hier ein toller Turnaround zum Ende des Jahres. Und 2017 war auch das Jahr des Umbaus für Shell. Viele Mitarbeiter mussten gehen, das ist ja häufig so ein großer Kostenfaktor. Der Schuldenstand konnte aber dennoch gesenkt werden hier nach dem Kauf der BG Group von 80 auf 65. Auch dadurch muss natürlich auch weniger Zinsen gezahlt werden. Und am 26. April folgen die Zahlen für das erste Quartal, also genau morgen. Ja, das ist ja der nächste Wert, den suchen wir eher im Minenbereich. Mit 60.000 Mitarbeitern, einer der größten, der Minenkonzern BHP Billiton. Englisch-australisches Unternehmen produziert die Majors Kohle, Eisenerz, Kupfer und Erdöl. Und die Kurse für diese steigen ja bei geraumer Zeit. Rohstoffmarkt, zum Beispiel Kupferpreis, in der seit in einem Jahr um fast 23% zugelegt. Hier unten sieht man das Eisenerz, leichter Rückgang, aber Kohle dafür fast 17% rauf. Und nach einem schweren Jahr 16 konnte BHP in dem letzten Jahr wieder einen starken Zuwachs verzeichnen im Umsatz. 24% ging es darauf, laut Geschäftsbericht. Und das EBIT hat sich auch stark verbessert, gab ja ein Verlust und jetzt haben wir schon fast 12 Milliarden Dollar erreicht. Auch der Free Cashflow hat sich erhöht auf 12,6 Milliarden. Das ist wichtig, hiervon werden Dividenden und Aktien zurückgekauft. Und die Nettoschulden, die hat man ebenfalls gesenkt um ein gutes Drittel. Ja, und das, wie gesagt, verringert auch die Zinslast. Und die Produktion von Kupfer legte um schöne 17% zu. Auf der anderen Seite lagen wir beim Eisenerz mit einem leichten Minus etwas hinter den Erwartungen zurück.
kommen wir zu den wichtigsten Terminen der Woche. Das sind die wichtigsten Termine der kommenden Tage und ein bisschen geprägt hier von den Zinsentscheidungen. Hier in diesem Fall zwei an der Zahl, am Donnerstag EZB und am Mittwoch dann die FED, ganz rechts unten sieht man es. Und wie immer natürlich am Mittwoch Ruhelagebestand, aber ansonsten ist es auch hier geprägt auch von den BIP-Daten aus England und USA. Zuvor nochmal die Arbeitslosigkeit in Deutschland. Hier. Und ansonsten haben wir viele Feiertage, Tag der Arbeit am Montag und Dienstag von Asien bis Deutschland. Und letzten Endes finde ich diesen Termin noch ganz wichtig hier, das sind mal Beschäftigungsveränderungen, und zwar Total Numbers hier, 200.000 neue Jobs werden hier erwartet und für den April, mal gucken, was dabei rauskommt. Kommen wir zu unseren Kontaktdaten. Du kannst uns folgen auf Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn, unseren Social-Profilen oder auch direkt hier unter www.nagamarkets.com/de ein Konto eröffnen. Dauert nur 5 Minuten, ist sofort handelsbereit und kannst sofort mit Echtgeld handeln. Hier noch weitere Informationen zu unserer Naga-Aktie, Name der Naga Group AG, Symbol N4G, hier die ISIN-Nummer und die Wertpapier-Kennnummer und schließlich der Naga-Coin mit dem Symbol NGC, den du auf verschiedenen Krypto-Börsen handeln kannst. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal, Chris.